Servus Freunde, willkommen zurück bei der Shisha-WG. Heute geht es um den perfekten Kopfbau im Khazar 2, dem wohl teuersten Shisha-Kopf, den es im Moment auf dem Markt gibt. Sollte euch das Video gefallen, lasst uns gerne einen Daumen nach oben oder sogar ein Abo da. Schickt das einmal an alle Freunde raus, die das auch interessieren könnte. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. So, da sind wir wieder hinter den Rauchwolken mit dem perfekten Kopfbau zum Khazar 2. Und ich würde sagen, wir schnacken auch gar nicht lang, sondern erstmal der Kopfbau. So, dann kommen wir zum Kopfbau von dem wunderschönen Khazar-Kopf. Leute, es ist einfach im Grunde genommen ein Funnel und genauso baut man den auch. Das heißt, ihr packt den Tabak außenrum rein, drückt den ein bisschen fest. Ihr könnt ihn entweder im Abstandssetup rauchen, dann packt ihr ganz knapp hier unter diese Kante oder ihr baut ihn mit dem Overpack, sodass hier unten diese Fläche komplett auf dem Tabak aufliegt. Wie ihr seht, wir haben ihn das ein oder andere Mal im Overpack geraucht, deswegen wird der auch leider nicht mehr so wunderschön. Aber ja, wir fangen erstmal mit dem Kopfbau an. Wir nehmen hier den guten Mai Tabak Mix, den wir uns selbst angemischt haben, mit einem süßen Apfel, einer Brombeere und ein wenig Minze. Ich mische das nochmal ein kleines bisschen um, damit wir auch die ganze Molasse von unten bekommen. Das heißt, einfach hier schön ein bisschen mit dem Finger rein. Und dann schnappe ich mir den Kopf, lege immer hier so den Finger an diese Einkerbung, dass da nicht zu viel reinfällt und packe dann einfach hier den Tabak rein. Ja, wir werden jetzt den Tisch ganz schön zusauen, aber das macht nichts. Der wird danach einfach sauber gemacht und dann passt das. Dadurch, dass das Glas so dick ist, passt da gar nicht so übertrieben viel Tabak rein. Also wenn man den Kopf das erste Mal in die Hand nimmt, denkt man sich so, oh mein Gott, da müssen ja bestimmt 50 Gramm Tabak rein, so wie das aussieht. Ist aber gar nicht so, ihr seht das schon, diese Bahn, die da außen rumläuft, die ist gar nicht so übertrieben breit und deswegen geht das auf jeden Fall klar. Ich werde ihn relativ bündig bauen, das heißt, die eine oder andere Stelle vom Tabak wird im Overpack laufen. Ich habe es aber mit dem Khazar wirklich noch nicht hinbekommen, dass irgendein Kopf wirklich ekelhaft war oder angebrannt geschmeckt hat und so weiter und so weiter. Das lief wirklich einfach immer wunderbar. Es geht schon deutlich mehr Tabak rein als in den KS Apo, aber für so einen riesen Kopf und für die Rauchdauer, die ihr da rausbekommt, geht das auf jeden Fall klar. Hat mich auf jeden Fall nie gestört. So, also um nochmal zu erklären, was ich hier mache. Ich, wie gesagt, lasse den einen Finger in der Mitte, halte diese Einkerbung frei und gucke einfach, dass ich überall ein bisschen Tabak reinbringe. Ich drücke ihn schon an, nicht so viel, wie ich jetzt bei einem Funnel mit Somo machen würde, falls ihr unsere Kopfbau in den Tabak-Reviews gesehen habt. Da drücke ich ja schon relativ viel an. Und jetzt sehe ich zum Beispiel, hier ist relativ viel Tabak, da fehlt noch ein bisschen, da fehlt noch ein bisschen. Und packe dann da an den jeweiligen Stellen einfach noch so ein kleines bisschen Tabak hin und drücke den da noch mit rein. So, das sollte für hier jetzt passen. Jetzt kümmern wir uns noch hier um die andere Seite. Da, an der Stelle war noch relativ wenig. Und packen da auch noch ein bisschen Tabak hin. So, jetzt ist der Kopf wirklich richtig gut voll. Was ich dann im Nachhinein noch mache, weil man sieht schon, das ist ein relativ krasses Schlachtfeld. Ich versuche hier, was da außen dran hängt, noch so ein bisschen mit reinzubringen, damit man nicht zu viel Tabak verschwendet. So. Und dann nochmal alles ein bisschen gleichmäßig zu drücken, dass das wirklich an allen Stellen gleich viel Tabak ist. So, jetzt würde ich mir nochmal einen Zeber holen und den Rand sauber machen, weil da ja schon relativ viel Molasse dran hängt. So, dann schnappe ich mir meistens nochmal hier so einen Zeber und gehe einfach nochmal hier so ganz knapp über den Rand. Ja, man schiebt ein paar Tabakblättchen wieder auf, aber die drücke ich dann einfach gerade nochmal schön in der Mitte fest, damit da auch nichts auf dem Rand liegt, weil das würde euch dann definitiv von der Auflagefläche des Khazars, also von dem Aufsatz, der liegt ja mit auf dem Rand, man sieht da diese kleine Einkerbung, das würde da elendig dazwischen verbrennen, ohne euch irgendwie ein gutes Overpack oder sowas zu ermöglichen. Manchmal rutscht hier auch was in die Mitte, das auch nochmal raus und dann passt das so und so will ich das Ganze lassen. Und ich würde sagen, wir zeigen euch jetzt nochmal ein paar schöne Nahaufnahmen. Wie ihr schon im Kopfbau gesehen habt, das Wichtigste, was ihr auf jeden Fall wirklich bei dem Kopf machen müsst, ist es, den Tabak wirklich
anzudrücken, also nicht nur locker flockig reinschnicken, sondern wirklich andrücken, weil er braucht auf jeden Fall das Volumen vom Tabak. Da kommt gar nicht so viel Tabak rein. Also wenn man das Volumen so ausrechnen würde, ist es gar nicht so viel. Deshalb auf jeden Fall andrücken, dann habt ihr auf jeden Fall mehr Tabak drinne, aber auf jeden Fall krasseren Rauch. Also ich meine, ihr seht es gerade. Wir haben dann wirklich leicht Overpack gebaut, also nicht zu krass, aber auch nicht zu wenig. Und ich meine, die Wolken sprechen für sich, also es raucht unheimlich gut. Und ich finde auch tatsächlich, dass der Geschmack sehr geil rüberkommt. Also es ist so, bei anderen Tonköpfen, ja, ihr habt schon mal vorher einen Kopf drinne geraucht oder sonstiges und eventuell Molasse-Reste sind irgendwie noch drinne im Ton. Habt ihr bei dem gar nicht. Also ihr habt wirklich 1:1 den Geschmack, den ihr wirklich drinne habt. Keine irgendwie eventuelle Rückstände von anderen Tabaksorten, was ich ziemlich geil finde. Ich komme gerade absolut nicht auf die Wolken klar, weil er raucht wirklich brutal. Leute, Overpack, ihr habt auf jeden Fall einen krass intensiven Geschmack am Start und wie ihr schon die ganze Zeit seht, ich gehe auch schon komplett auf die Wolken ab, da kommt auf jeden Fall ordentlich was raus. Das ist hier schon halbwegs Nico Slow-Mo Overpack-Style, ne? Ja, noch ein paar Worte zum Kopf. Super schöner Kopf, super gut verarbeitet, teilweise auch echt innovativ. Also, ne, ihr habt da diese Kammer zwischendrin drumherum, die Kammer noch in dem Silikonaufsatz und ja, funktioniert auf jeden Fall hervorragend. 70 Euro ist halt auch schon ganz schön happig, kann man auch erwarten, dass das Teil dann ordentlich funktioniert. Aber ich muss auch dazu sagen, ich habe echt noch keinen Kopf mit diesem Kopf verkackt. Ne? Also es hat wirklich einfach immer hervorragend funktioniert. Ja, Kopfbau habe ich euch ja schon erzählt, Leute, und der Warren eben auch. Haut den Tabak da rein, drückt den ordentlich fest, guckt, dass ihr ungefähr bündig baut, dann das Ding da oben drauf, vielleicht den Aufsatz vorher noch ein paar Minuten mit auf den Kohlegrill. Da könnt ihr sogar das Silikon, was an den Seiten hier überall dran ist, könnt ihr einfach abmachen, könnt den Gediegen da drauf mit warm werden lassen draufpacken, ein paar Mal ziehen, dann ist das Ding angeraucht. Läuft super, ich bin davon begeistert, Tabakgeschmack kommt super rüber, 1A, von daher von mir auf jeden Fall eine krasse Empfehlung. Ihr könnt ja gerne mal unten in die Kommentare schreiben, ob ihr den Kazaa 2 schon mal geraucht habt und ob ihr sagen würdet so, ja Digga, für 70 Euro, ich könnte da nicht widerstehen, auch wenn es eine Menge Geld ist, oder ob das vielleicht ein bisschen, ne, doch zu teuer ist. Weil, sind wir mal ehrlich, es gibt auch viele andere Köpfe, die deutlich weniger kosten, die auch verdammt gut funktionieren. Vielleicht noch die spontane Frage an dich, würdest du dir das Teil für 70 Euro zulegen? Ich würde sagen, jein. Das Problem ist, was ich so als kleinen Negativpunkt sehe, ist, der braucht relativ lange zum Warmwerden. Also ihr müsst wirklich den Aufsatz mit auf den Kohlegrill packen. Ansonsten raucht es die ersten 10, 15 Minuten sehr wenig. Ja, aber wie bei der Smokebox. Wenn du die nicht mit drauf packst, muss die Kohle erstmal 10 Minuten drin liegen, dass das ganze Metall ordentlich warm wird. Ansonsten passiert da nichts. Ja, aber genau das ist so vielleicht so ein kleiner Negativpunkt. Also man muss es wirklich mit warm werden lassen. Ansonsten raucht es am Anfang gar nicht. Wenn man es aber berücksichtigt, dass man ihn drauflegt und dass man ihn schon warm werden lässt und so weiter, finde ich den eigentlich perfekt, weil man kann ihn wirklich an diesen Gummidingern perfekt anfassen. Es ist nicht zu heiß, es ist gerade so an der Grenze, dass man ihn noch tragen kann, ohne sich gleich die Finger zu verbrennen. Ich finde ihn unheimlich schön, also er hat auf jeden Fall das gewisse Etwas, was ihn hochwertig erscheinen lässt, was er auch natürlich ist. Finde ich sehr schön. Ich finde nur 70 Euro sind ein bisschen happig. Ja. Also für 70 Euro gibt es schon teilweise irgendwelche Pfeifen. Also wenn man jetzt sich irgendwie, wenn man zu Hause irgendwie eine Kleid stehen hat und darauf den Kopf packt, dann hast du eine 120 Euro Pfeife mit einem 70 Euro Kopf und dann hast du eine 200 Euro Gesamtpaket Pfeife, was schon ein krasses Ding ist. Funktioniert dann auch auf jeden Fall. Aber super. Es funktioniert perfekt und ich meine, die Rauchen, die Wolken sprechen wirklich für sich, also es raucht unheimlich gut. Wir haben wirklich nicht zu krank Overpack gebaut oder sonstiges, dass die Wolken so heftig rüberkommen. Ja, aber ist auf jeden Fall ein geiler Kopf. Ich denke, den werden jetzt nicht so viele Leute daheim haben, aber die paar, die haben, den haben wir hoffentlich ein bisschen geholfen, falls da jemand gestruggelt hat mit dem Kopfbau, aber es ist zu krass, Leute. Es ist zu viel Rauch hier. Was soll ich machen? Rauch. Ja, das ist besser. Ja, also ich hoffe auf jeden Fall, dass wir ein paar Leuten damit helfen konnten, falls jemand gestruggelt hat mit dem Kopfbau, was ich nicht denke, weil wie gesagt, ich habe noch keinen Kopf da drin verkackt. Ob jetzt mit ein bisschen mehr Abstand oder so wie wir gerade im Vollkontakt-Setup, läuft eigentlich einfach immer super. Aber ja, auf jeden Fall ist das Ding jetzt raus. Unser perfekter Kopfbau in dem Kazaa 2-Kopf.
Ja, sollte euch das Video gefallen haben, gerne einen Daumen nach oben da lassen, gerne ein Abo da lassen. Falls ihr Freunde habt, die den Casa 2 vielleicht nicht so mit so Rauchwolken hier bauen können, schickt den Jungs einmal das Video rüber und dann läuft bei euch der nächste Kopf auch im Casa 2. Das soll es dann gewesen sein. Macht es gut. Bis zum nächsten Video. Eure Shisha WG. Ciao. Thank you.